Und damit herzlich willkommen zurück zu Dungeons of Infinity, unserem A Link to the Past Rook-like. Es geht wieder weiter. Wir starten in eine neue Runde. Und charaktermäßig nehmen wir heute mal... Ach komm, wir gehen heute mal mit Yoshi an den Start. Und da wir in den letzten Folgen ziemlich gescheitert sind mit No Shops als Challenge, würde ich heute mal in Curses Galore, keine Ahnung, also es gibt ein höheres Risiko, dass in Schatzkisten Flüche sind. Da gehen wir heute mal rein und ich hoffe, dass wir da heute mal ein bisschen besser klarkommen. Also, Yoshi, cool. Ich stelle es mir leichter vor auf jeden Fall, denn wir haben jetzt Shops, können uns ausrüsten. In der Hoffnung, dass wir heute mal einen Run schaffen, wo wir vielleicht, ja, bis zu Arganum kommen. Ich würde mich sehr freuen. So, schauen wir mal rein, was wir uns hier so organisieren können heute. Also, es besteht jetzt eine große Gefahr, dass wir in Schatzkisten Flüche finden. Ich habe keine Ahnung, wie viel größer jetzt die Chance ist. Aber wir müssen trotzdem Schatzkisten aufmachen. Das Gute daran ist, wenn wir einmal einen Fluch haben, der gerade vielleicht auch richtig beschissen ist, müsste theoretisch, wenn wir einen weiteren Fluch erhalten, der ältere überschrieben werden. Das bedeutet, gerade wenn wir richtig einen Kackfluch gerade drauf haben, sollten wir... Oh, da geht's direkt los. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Wow, okay. Rubine, die ich jetzt collecte, die bringen gar nichts. Und ich muss zwei Schatzkisten öffnen, um es zu removen. Das ist ja... Ja, das ist ein Teufelskreis. Auf jeden Fall sollte ich... Oh, sehr gut. Eine Schatzkiste. Ja, Bombe kann ich nehmen. Zack. Die darf ich nicht nehmen. Hier finde ich vielleicht noch eine Schatzkiste. Ja. Oh, geil. Das ist sehr, sehr gut. Und noch 5 Bomben hinterher. Sehr gut. Da haben wir doch das Risiko gleich wieder abgeschwächt. Ja, ich glaube, gerade für diese Challenge gibt es jetzt auch diese neue Kiste, dass man halt sehen kann, wo der Schlüssel drin ist. Ich glaube, dafür wurde das kreiert. So. Okay, Mana. Sind nämlich die Tür zugegangen. So ein Mist. Aber unten war, glaube ich, noch die Möglichkeit, irgendwo weiterzugehen. Okay, war sowieso nur so ein kleiner Rundgang. Hier, ne? Irgendwo. Oder? Warte mal. Jetzt geht's nur noch in die Schlüsseltür. Okay. Ja, und dann geht's runter in die... Nein! In die nächste Etage. Okay, war jetzt nicht so eine krasse Etage, wenn ich ehrlich bin. Gibt's noch irgendwo was? Habe ich irgendwas vergessen? Warte mal kurz. Hier ergibt keinen Sinn. So, da waren wir schon drinne. Ich gehe kurz nochmal hier rein. Hier würde vielleicht Sinn ergeben. Wir haben 8 Bomben. Ich kann vielleicht mal eine usen. Ja. Nö. Und hier ist ja auch nicht wirklich was. Ja, ich will halt das Maximale gerade rausholen, ne? Ihr merkt das. Jetzt sind auch wieder gerne Räume gesehen, wo einfach nur Rubine drinne liegen, denn das ist jetzt fast das Gegenteil zu dem, was wir vorher gespielt haben. Jetzt habe ich eher Angst vor Schatzkisten. Ja, aber sieht nicht so aus, als ob hier noch irgendwas ist. Es sei denn, ich sehe es nix. Ich sehe es nix, genau. Ah. Ich Deutsch. So. Während ich hier immer zurücklatsche, trinke ich mal einen Schluck Kaffee. Ah, den brauche ich jetzt. Erstmal. Okay, cool. Dann haben wir das schon mal. Und würde sagen, wir gehen ins nächste Stockwerk. Ja, semi-gut gelaufen, sage ich mal. Wir haben ein paar Bomben bekommen. Ein paar Rubine. Blöd war halt, dass in einer der Schatzkisten ein Fluch drin war.
Aber hätte auch schlimmer laufen können. Sind wir mal ehrlich. Okay, wir gehen mal nach unten. Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Ah, okay, die Map ist jetzt dunkel. Das ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Ich muss 45 Enemies töten. Damit komme ich klar mit dem Fluch. Erstmal. Okay, sehr schön. Rupees. I like Rupees. Da besteht wenigstens keine Gefahr, dass wir irgendwo in den Fluch reindappen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich 45 Enemies hier töten kann. Wahnsinn. Das war jetzt gerade mal einer. Wir haben noch nicht so viele gesehen hier. Ah. Hi. Baba. Okay, das waren die. Wenn ich jetzt hier runtergehe, werde ich eingesperrt, oder? Ja. Aha. Ja, das ist der Nachteil mit der Karte, aber nichts im Vergleich zu, du kannst keine Rubine sammeln oder so. Kacke. Voll in ihn reingerannt. Und ich krieg wieder gar nichts. Ist ja der Wahnsinn. Ah. Boah, perfekt. Ja, könnte man sich überlegen. 20 Rubine ist nicht so viel. Aber ich bleibe erstmal beim Schild. Okay, eine Magie. Eine Bombe. Ah. Alles klar. Okay. Okay, das ist der einzige Nachteil, wenn du keine Karte hast, ne? Da musst du dir wirklich merken, welche Räume führen wir wieder in welche Räume. Aber das war's dann auch schon. Zack. Schlüssel hätten wir theoretisch. Ah, okay. Da kann ich jetzt auch noch links gehen. Und, ah, nochmal ein paar Rubine einsacken. Sehr schön. Naja. Geht schon, ne? Mit den Flüchen. Ist jetzt halt vielleicht ein bisschen blöd, dass ich nicht sehen kann, wo ich jetzt am besten eine Bombe setze. Weil ich habe schon wieder 8 Stück. Sehr schön. Okay. Ah, schön. Wir haben gut Kohle, Leute. Und ich freue mich, dass ich es wieder ausgeben kann. Da freue ich mich gerade wirklich drauf. Noch eine Bombe. Tja. I try. Oh, wäre schön gewesen, wenn wir das gefunden hätten. Okay. Nächste Etage. Wir haben ein bisschen Kohle. Und wir haben, schon ein Upgrade. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Vielleicht mal wieder ein paar Herzchen sammeln oder so. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ah, wäre doch geil, wenn wir mal wieder eine Runde überstehen, oder? Ich würde mich so freuen. So. Geil. Okay, haben wir hier noch jemanden? Hallo? Nö. Zack. Nee. Ich renne mal die Wände kurz ab. Aber hier ist auch nichts. Ein Schlüssel. Ja, den könnte man sich unter Umständen ergaunern. Aber der Shop ist ja auch echt doof. Doofer Shop. I don't like him. Oh, sehr gut. Gib mir Geld. Nice.
So. Okay. Ach, ich kann ja die Karte nicht sehen. Dumm. Okay, und noch Schlüssel. Okay, hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Okay, weiter geht's. Den habe ich keinen Bock. Wow, 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 chill mal. Chill mal. So, hier ist auch. Ey, da wollte ich nicht rein. Diu, diu. Okay, weiter geht's. Hallo? Okay, ich soll, glaube ich, in die Schlüsseltür rein, ne? Hallo? Was geht? Acht Stück noch. Und dann kommt wahrscheinlich direkt der nächste Flug. Ich könnte es mir vorstellen. Oh, Kacke. Oh, hier lege ich mal eine Bombe hin. Ah, shit. Nicht mal was gebracht. Hier vielleicht? Mann, überall Risse in der Wand und es bringt nichts. Traurig. Aber es sind, glaube ich, nur noch fünf Gegner. Dann sehen wir wieder, wo wir hinlaufen. Oh Gott. Hm. Okay, da geht schon mal eine Tür auf. Hey du. Du Lusche. Sehr schön. Okay, der ist auch tot. Ey du. Zack. 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 Erledigt. Zack, 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 zack. Nice. Okay, wir haben schon wieder sehr, sehr viele Türen. Ja, sehr schön. Das Gute ist, wir haben auch gerade eine Karte. Das heißt, wir können in etwa erahnen, in welchen Räumen wir noch nicht waren. Ja, eine Bombe. Ich mache hier mal einen Wild Guess. Schade. Hätte ja sein können. Okay, nach rechts geht's auch noch. Ah, das ist doch schon wieder so. Okay. Ja. Ja, war klar. Und jetzt wahrscheinlich öffne zwei Truhen. Okay. Collect 80 Rupees. Okay, das kriegen wir doch hin. Ich würde mal das hier usen. So. Unsere Herzen gehen jetzt langsam runter. Heißt, wir müssen Biene sammeln. Die gehen immer auf zwei Herzen und dann stoppt das, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Kacke. Okay, weiter geht's. Sehr viele Wachen. Ein besseres Schwert wäre ja mal geil. So. Ja, das nehmen wir mit. Zack. Eine nehmen wir mit. Das hier sieht auch auffällig aus. Muss ich hier mal eine Bombe legen? Einfach mal just for fun. Also laut Karte sieht's auffällig aus, finde ich. Geh weg. Okay. Ansonsten haben wir hier nichts weiter. Schauen wir mal. Ah, der Opa. Drop. Zack. Hä, voll geil. Nice. Wirklich nice. Oh, Rubin haben wir jetzt noch gar nicht wieder irgendwie bekommen, ne? Nicht wirklich. Boah, das ist auch nice. Perfekt, ey. Sehr, sehr nett. Ich meine, die Flasche ist auch cool mit dem Curse, ne?
kannst du dir halt im schlimmsten Fall immer irgendwas, rausholen. Wenn du irgendeinen richtig ekligen Fluch gerade drauf hast, ist das nicht schlecht. Aber ich glaube, aktuell komme ich damit noch klar. Bin mir auch gar nicht sicher, ob ich später jede Schatzkiste aufmachen will. Im Moment ist vollkommen okay. Vor allem jetzt kann ich ja auch hier use. Ne? Nehmen einfach ein bisschen Mana. Das geht alles noch klar aktuell. So. Mana. Ich werde den mal kurz equippen. Und guck mal. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Okay, hier könnte man... Nö, geht auch nicht. Okay, Schlüssel. Nehmen wir mit. Okay, ist einfach eine kleine Falle irgendwie. Ansonsten... Wir haben 5 Bomben. Ich würde es erstmal so behalten. Und weiter geht's. Aua. Okay. Ja, ansonsten ist hier auch wieder nichts. Was ist das jetzt schon wieder für eine komische Tür? Ein komischer Raum. Okay, weiter geht's. Sehr schön. Okay, 75 Rubine. Nice. Ja, ich würde es erstmal so behalten. Easy. wie viele Rubine noch? Ah, ich bin... Ja, der Curse ist schon weg. Sehr schön. So, dann würde ich das gleich nochmal benutzen. Bis jetzt läuft es gar nicht so schlecht, oder? Ich finde gut. Ich finde es gut. So. Ja, geil. Level 2 Schwert. Sehr schön. Ja, wir gehen nach unten. Wir sind noch stärker geworden. Wir haben Rubine. Ein bisschen. Wir können uns selber heilen. Mit Magie. Was auch richtig nice ist. Da ist der Schlüssel. Voll gut. Okay, können wir hier vielleicht noch irgendwo reinflutschen? Mal hier. Wäre vielleicht ein Guess. Wir probieren es mal. Okay, schade. Okay, ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee. Okay, wir könnten hier nach rechts gehen. Aber wir gehen erstmal nach oben. Aber. Mal wieder gar nichts. So. Ha. Doof. Nicht eine Münze oder Rubin bekommen. Irgendwie traurig. Okay. Wollen wir hier nochmal versuchen? Mit einer Bombe? Schade. Hätte ja sein können. Ne? So, ich nehme mal das hier, würde ich sagen. Und dann geht's rein. Zum Boss. Jawohl. Ach, Kacke. Naja, egal.
Gut, Leute, dann haben wir das auch abgeschlossen und wir gehen mit 287 Rubinen ohne Fluch und mit Level 2 Schwert und ein bisschen Rüstung in die nächste Runde. Und wir haben schon ein größeres Inventar. Das ist doch eigentlich super nützlich. Heilung haben wir auch. Geil, ich freue mich. Das ist gut, das ist gut. Könnte tatsächlich was werden, oder? Ich bin guter Dinge. Ah, so wie geil Yoshi auch da so auf die Karte zeigt, ne? Rechts, in dem, ja, Symbol, Icon-Symbol-Ding. Dass wir jetzt Etage 4 sind, meine ich. Hey, du! Ja. Okay, 3 Hits. Ich würde mal das jetzt ausrüsten. Da kann ich immer mal ein bisschen heilen, wenn es kritisch wird. Sehr schön. Der ist tot, oder? Ja. Da bekommen wir auch nochmal 20 Rubine. Wundervoll. Ah. Gleich wieder meine Lieblingsgegner am Start. Und fett Mana. Nice. Boah, wundervoll. Wundervoll haben wir das gemacht. Ich freue mich. Das war gut. Alle tot. Und weiter geht's. Das belebt uns wieder. Ja, aber in der Schatzkiste kann jetzt halt auch ein Fluch sein. Ne? Da kann halt auch was Geiles drin sein, aber da kann halt auch ein Fluch drin sein. Boah, ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen will. Das ist Wiederbelebung. Das ist, naja, nicht so. 140 Rubine sind da auch echt teuer. Ich glaube, ich gehe das Risiko mal lieber nicht ein. Okay, hier haben wir eine Feenquelle. Oder was meint ihr? Ah! Kommt, egal. Ah, Kompass. Ja, gut. Wir haben auf jeden Fall noch einen Shop. Ja, war es jetzt nicht wert. Ich hätte es lassen sollen. War eigentlich auch zu ein großes Risiko. So. Ja, war dumm von mir. War wirklich dumm von mir. Jetzt haben wir zwar einen Kompass, aber 45 Rubine war der nicht wert. Also ich hätte für 20 hätte ich vielleicht gekauft. So nice to know, ne? Oh. Ich dachte, ich habe Bomben ausgerüstet. So, was haben wir denn da? Ja, sehr schön. Das ist mir jetzt auch lieber, glaube ich, als Schatzkisten tatsächlich. Also klar kann da in der Schatzkiste auch was Geiles drin sein. Aber die Chancen sind halt richtig hoch aktuell, dass du da einen Fluch drin hast. Also wir hatten... Wie viele Flüche hat man jetzt schon? 3 Stück, oder? Mehr? Bin mir gerade gar nicht sicher. Okay, ist gar nichts los. Scheiße. Okay, ein paar Bären. Manchmal bin ich so doof, ne? Und fall da einfach ins Loch runter. Okay, das war's hier. Ach, Kacke. Konzentration, du hast Zeit. Alle Zeit der Welt. So einen Schlüssel hätten wir. Aber es geht natürlich auch noch hier lang. Und da ist irgendwo ein Zombie, glaube ich. Hallo? Also einer. Okay. Nach rechts geht's auch noch. Okay, hallo Zombies. Oder Mumien oder Gyptos oder wie ihr sie nennen wollt. Oh oh. Oh oh, was ist denn jetzt los? Mach ich wieder Scheiße hier. Ja, nee. Grün habe ich nicht, ich habe nur blau. Boah, ich muss mich jetzt konzentrieren. Los, Schluck Kaffee. Der ist gleich leer. Ich habe aber noch was in meiner Kanne. Wenn der gleich leer ist, werde ich mir erstmal einen holen. Einen guten Schluck Kaffee. Ist noch früh am Morgen.
da brauche ich... Alter, da rennt der mir voll ins Gesicht. Da brauche ich noch meinen Kaffee. Okay, cool. Da freue ich mich. Die können nützlich sein. Allerdings wäre mir Geld lieber gewesen. Hey, warte mal. War nicht unten auch noch eine Tür? Da bin ich schon gegangen? Bin ich bestimmt schon gegangen. Oh. Okay, geil. Kein Fluch. Sehr schön. Wir gehen erstmal rechts, würde ich sagen. Jo, noch mehr Geld. Ah, oh, sehr schön. Das läuft gut. Das läuft gut, Leute. Ich freue mich. Oh, nice. So. Nochmal 10 Rubine. Und... Ah ja, okay. Weiter geht's. Man merkt manchmal gar nicht, dass man irgendeine Anhöhe... So, warte mal, da werfe ich mal so ein Ding. Auf die habe ich gar keinen Bock. Auf die Typen. Ja, manchmal merkt man gar nicht, dass man irgendeine Anhöhe hochgeht. Weil man dann auf einmal in einem höheren Stockwerk ist. So, die sind eigentlich ganz... ganz cool, die Zombies. Wenn man sich konzentriert. Wenn. Wenn. Alter. Wahnsinn. Ich werde mal ganz kurz... Komm, ich könnte mir die Bären. Und dann nochmal den Ring kurz hinterher. Ja, wenn man sich konzentriert halt, ne? Ist hier noch jemand? Hallo? Ja, da ist noch einer. Wenn man sich... Das sieht komisch aus. Der Typ, der da drinnen sitzt. Oder? Ah ne, ist auch so ein Zombie. Sah gerade ganz komisch aus. Für mich sah das aus, wie als ob da so ein Sora-Kopf hängt. Okay. Sehr gut. Ja, ansonsten ist hier nicht so viel los. Ja, ich würde jetzt hier auch, glaube ich, nichts legen an Bomben oder so. So, gehen wir mal nach unten weiter. Okay, da drüben sind noch ganz viele. Komm, ich werfe mal so ein Ding. War, glaube ich, gut. So. Oh, nein, da ist noch einer. Kacke. Okay, es geht immer noch nach unten, tatsächlich. Und hier muss ich irgendwo so einen Weg nach drüben finden. Da wird es dann weitergehen. Und ein paar Zombies. Na ja, komm. Wahnsinn. Voll daneben geworfen. Bin wieder richtiger Profi heute. Nice. Oder? Richtig nice, wie ich hier die Bomben hin und her werfe. Also Feuerbomben, Feuerorb, whatever. Okay, es geht wieder nach unten hier. Hatten wir nicht irgendwo noch einen Shop? Ja, da kommt er bald. Sehr schön. Ich hoffe, da gibt es nochmal was Gutes. Welch grandioser Raum war das denn? Okay, cool. Dann jetzt Shoptime. Bin mal gespannt. Ah, sehr schön. Wenigstens noch eine Rüstung mitgenommen. Ja, Schwert-Upgrade wäre ganz geil gewesen. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich gut ausgestattet. Wir haben sehr, sehr viel Mana. Wir können uns jederzeit heilen. Wir haben sogar einen Full Heal. Wir haben ein paar Bomben. Wir haben das Ding. Level 2 Schwert, Level 2 Rüstung. Den Brief haben wir mit dabei. Und wir haben 450 Rubine. Das heißt... Wenn wir dann in dem Dorf ankommen sollten, dann geht's rund. Na, dann können wir ordentlich uns ausstatten. Ich freue mich schon drauf. Okay, erstmal einen Schluck Kaffee. Und dann geht's nach oben. Ja, aber man kann es auf jeden Fall nicht vergleichen mit dem, was wir vorher hatten. Also,
mit der Challenge, die wir vorher hatten, wo wir keine Shops im Spiel haben. Das kann man damit echt nicht vergleichen. Das ist so viel schwieriger als das hier. Und man muss dazu sagen, wir haben es auch immer noch nicht geschafft. Oh. Kacke, kacke, kacke. Okay. Hallo. Und daneben geworfen. So, ein bisschen Mana. Mana, Mana. Da würde ich direkt mal usen einmal. Es geht nach rechts, es geht nach links. Ich würde sagen, wir gehen mal links. Den Schlüssel haben wir auch schon. Wie schon wieder. Die machen auch so viel Schaden, die Krabben. Ja gut, geht eigentlich. So viel Schaden. Ganzes halbes Herz. So, okay. Zack. Dann die Fledermaus werfe ich mal kurz weg. Hier würde ich mal eine Bombe legen. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt was ist. Sieht komisch aus. Aber ist was. Nice. Komm, Geld. Oh, gut. Sehr gut. Ah, wundervoll. Okay, Herzcontainer und Heilung. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. So läuft das gut, Leute. Okay, hier waren wir schon mal. Warte mal, die Schleime würde ich mal eben kurz besiegen. Um zu gucken, ob da irgendwas bei rumkommt. Passiert aber nichts. War hier nicht noch irgendwas anderes? Ging es noch rechts oder so? Ich glaube schon, ja. Okay. Oh, geil. Oh, schwierig. Aber ich glaube, 255 Rubin ist mir zu teuer. Ja. Ja, das ist mir zu teuer. Die Rüstung ja, aber der Rest ist mir zu teuer. Ich könnte es mir zwar leisten, aber nee. Nee, 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 nee. Aber cooler Link. Hi. Rüstung auf jeden Fall. 140 Rubine, geht klar. Den Beutel können wir uns bestimmt auch in der Stadt kaufen. Die Erweiterung Nummer 3. Hoffe ich zumindest. Aber das war viel zu teuer, Leute. Okay, wir müssen irgendwo noch... Ah, es geht nach unten noch. Genau. Ach du Kacke. Das sieht mir doch nach einem Powerstern aus. Jawoll! Nice. Sehr schön. Das lief gut. Hi. Mein Brief. Oh, sehr schön. Zack, zack. Ansonsten ist hier nicht viel los. Unten vielleicht? Nö. Okay. War jetzt auch nichts weiter Begehrenswertes dabei. Es geht noch nach rechts. Und ansonsten, ja. Ist hier nichts weiter los. Okay, da ist direkt der Schalter. So, eine Schatzkiste. Die steht da ganz harmlos rum. Geil. Oh, schön. Jetzt haben wir gerade wirklich Glück wieder mal. Da hätte halt auch wieder der nächste Fluch drin sein können. Aber wir haben Luck. Wir haben richtig viel Luck. 400 Rubine. Als nächstes geht's ins Dorf rein. Geilo. Pfeile nehmen wir nicht mit. Oh. Ja, auf jeden Fall. Hä? Schaut euch das an. Das ist ja der Hammer. Wow. 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 Bin begeistert. Ich bin richtig begeistert. Also Leute, ich muss schon sagen, das nenne ich Scheiße. Boah, zwei Stück. Scheiße. Wollen wir das mal stehen lassen? Oh, okay. Hä? Jetzt kriege ich gar keine Flüche mehr. Also ich habe gerade unverschämtes Glück, würde ich sagen. Level 3 Schwert. Krüge kann ich jetzt auch zerhauen. Die ganzen Geheimgänge hier. So. Alter. Guck mal, wie Yoshi da läuft. Nice. Okay. Zack. Sehr, sehr cool.
So, ansonsten geheimgangmäßig ist hier nichts mehr weiter am Start. Hier geht's nach unten und nach oben. Ja gut, dafür habe ich jetzt nichts. Also nicht genug. Aber trotzdem, ich muss sagen, wir haben jetzt ganz schön krasses Zeug bekommen. Die Sache ist, im Dorf können wir halt auch Flüche abbekommen, ne? Da müssen wir mal gucken, hier mal am besten. Oder geht das nicht? Kann man im Dorf keine Flüche abbekommen? Also mir ist es, glaube ich, noch nicht passiert. Die Frage ist, ob das geht. Ich könnte es mir vorstellen, dass das möglich ist. Okay, geil, Leute. Wir sind im Dorf. Nach ungefähr einer halben Stunde im Game. Haben eine sehr solide Ausrüstung, wie ich finde. 3-3. 260 Rubine noch am Start. Ich bin eigentlich sehr, sehr guter Dinge, dass das ein krasser Run wird. Also, wir hatten jetzt auch mit den Kisten bisher... Ach, scheiße. Mit den Kisten bisher sehr viel Glück. So von wegen... 3 Flüche, glaube ich, bis jetzt wirklich nur. Die waren jetzt auch okay. Wir hatten schon wesentlich schlimmere. Also ich bin begeistert. Und ich glaube, der Schlimmste war wirklich am Anfang, dass wir keine Rubine collecten konnten. Und da war wirklich gut, dass wir da den relativ schnell ausmerzen konnten. Das war, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Okay, wir sind im Dorf. Let's go. Lass mal ganz kurz zu den Shops gehen. Ich will gucken, ob es das Amulett gibt mit den Rubinen. Das wäre mir gerade sehr wichtig. Das gibt es leider nicht. Schade. Das hätte ich geil gefunden. Was ist denn das hier nochmal für ein Amulett? Ich weiß es nicht mehr. Ach, das ist Revival. Was war denn das andere dann vorhin? Huh, I don't know. Okay, Ring of Rupees hätten wir für 150 Rubine. Könnte man machen. Aber ich glaube, ich würde... Nö, ich würde das nicht machen. So, fertig. Ich würde mir bei dem jetzt nichts kaufen. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen einmal in die Vollen und... geben mal ganz kurz hier den Brief ab. Das war gar nicht hier. Mist. Ich glaube, die Schatzkisten würde ich dann erst später öffnen, oder? Ich glaube schon. Hallo! Hier, von deinem, keine Ahnung, Großvater oder so. Bitteschön. Ja, gern geschehen. Ciao. Viel Spaß noch. Schlaf schön. Also die macht nur ein Schläfchen, ne? Und der Großvater kommt bald wieder. Keine Sorge. So, dann hier ordentlich Knete. Na, na, na. Man kann hier so viel Knete holen, ne? Das ist unglaublich. Das ist quasi der Hoop-Point, an dem man sich so krass ausstatten kann. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Knete. In der Bibliothek, habt ihr gesagt, gibt es ja auch Knete. Nochmal 80 Rubine. Wäre halt geil gewesen, wenn ich jetzt die 20% noch hergezaubert hätte. Irgendwo. Aber so können wir vielleicht gleich mal rausfinden, ob es hier irgendwo in dem Dorf... So, hier gibt es noch Knete. Ob es hier in dem Dorf irgendwo Flüche gibt. Ob man die wirklich über die Schatzkisten in dem Dorf erhalten kann. Oder ob das nicht möglich ist. Wassermelone. Nice. Okay. So, warte mal, was haben wir noch? Ich würde vielleicht gleich mal gucken gehen, ob wir uns die größere Tasche leisten können. Oder ob die da ist überhaupt. Warte mal kurz. Die ist da. Guck mal, viel, viel billiger. Da nehmen wir sie mit. Auf jeden Fall. Ich glaube, die Lampe würde ich sogar auch mitnehmen. Guck mal, hier mit dem Schlüssel können wir überall rein. Das Ding für 10 Rubine. Das ist auch nur 50 Rubine. Ihr wolltet mal wissen, was die Mondperle macht. Also es gibt ja immer diese Blöcke, die, wo man die Schalter hauen muss, ne? Diese Switches. Und dann gehen diese Blöcke hoch und runter.
und die werden dann quasi automatisch hoch und runter gefahren, sollte man sich in der Nähe von den Blöcken befinden. So, was gibt's hier noch Schönes zu holen? Ich denke mal, boah, 300 Rubine für den Boomerang. Aber das ist super billig hier alles, guck mal. Das nehmen wir alles mit. 200 Rubine, 400 Rubine, sind wir bei 570 Rubinen. 570, merken wir uns mal. Ich guck mal kurz, wie viel wir insgesamt brauchen. 570, 570, 620, 700, bla bla, 10, 770. Und dann vielleicht die zwei noch, 770, 780, so 810. Wenn wir 810 Rubine haben, wäre ich sehr glücklich. Das wäre wirklich geil. Dann könnten wir uns das alles mitnehmen, Leute. Alles. Jo. Und jetzt erstmal kurz hier das Buch mitnehmen. Ich würde, glaube ich, wie viel Platz haben wir noch? Genug. Sehr, sehr viel Platz haben wir. So, ich würde mal eben hier eine Bombe legen. Hoffe auf Rubine. Okay, ja gut. Nicht das Beste, aber hey. Wir sind nicht wählerisch, es läuft sehr, sehr gut. Wir werden dann, glaube ich, mit 5 Rüstung und 4 Angriffskraft hier rausgehen. Und mit sehr vielen Herzcontainern. Mit ausreichend Platz. Jojo. Wir werden hier ordentlich rausgehen. Ich bin sehr, sehr guter Dinge. Okay. Wir gehen mal ganz kurz in die Bücherei, genau. Und wenn wir hier fertig sind, dann skippe ich mal kurz und werde mir mal einen Schluck Kaffee holen. So, hinter den Bücherregalen waren wir schon. Waren wir hier schon komplett drin? Ich glaube schon, gell? Ja. Nochmal kurz die Häuser alle abchecken. Hier waren wir noch nicht. Okay, 5 Rubine, sehr schön. Gehört alles dazu. Wir wollen hier komplett alles ausräumen. Sie ist gestorben, ne? Ich glaube schon. Die Arme. Wir haben ja quasi ihren letzten Wunsch erfüllt. So, da waren wir schon drinne. Und wir haben jetzt den Spiegel, genau. Hallo. Yoshi rockt heute das Ding, Leute. Ich weiß es. Wir kriegen das heute hin. So, der Pub. So, Zauberpulver. Boah, wir haben so viele krasse Items schon mittlerweile, ne? Ja, ich bin sehr, sehr guter Dinge. Ach, schön. Es gibt ja auch hier die Möglichkeit, einen Swordless Run zu machen, ne? Das heißt, wir würden hier ganz ohne Schwert spielen. Weiß nicht, ob ich das mal versuchen möchte hier. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, hart. Mal gucken. Mal gucken, was sich ergibt. So, das Amulett. So, Feuer frei. Bam, ba, 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 ba. Bis jetzt noch keinen Fluch gehabt hier irgendwie. Aber ich habe Angst, dass wir einen bekommen, dass wir keine Rubine collecten können. Deswegen, ich gehe jetzt erstmal kurz in die Schatzkammer und hole mir da alles. Jo, guck mal. Ah, was habe ich gesagt? 810 oder so, ne? Ja, guck mal. Wir kriegen hier gar nichts. Also gar keine Flüche. Ich glaube, im Dorf ist das nicht möglich. Wir haben auf jeden Fall auch genug Kohle, um uns jetzt alles zu kaufen. Geil. Ich freue mich. Ich bin richtig, richtig happy. Schaut euch das an. Boah, ist das gut. So, dann würde ich sagen, wir jagen hier mal kurz durch. Holen uns die ganzen Schatzkisten noch. Bei den Hühnern gehen wir auch gleich nochmal vorbei. Noch eine Mana-Bottle. Da sind wir jetzt schon bei 3. Also das stackt schön hoch. Das heißt, wir haben auch richtig viel Healing. Wegen dem Ring. Das ist schon ziemlich geil. Muss man sagen. Wenn ich jetzt die 20% noch hätte. Ein Free Health Item.
Dann nehmen wir uns doch gleich noch das blaue Elixier mit, oder? Klar. Logo. Also wir sind ja sowas von krass ausgerüstet. Zack, her damit. For free nehmen wir das mit. So. Mal quasi auch nochmal ein bisschen Geld gespart. So, hier nochmal 5 Rubine. Bisschen Magie. Zack, 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 zack. Leider kein Ei. Ich krieg nie mein goldenes Ei, Leute. Ich hab da echt Pech. So, in dem Haus kommen ja sowieso irgendwie nie Eier raus. Nochmal 60 Rubine. Geil. Ah, schön. Das läuft, Leute. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hab 1, 2... Warte mal, was ist der... Da, die 3 hab ich. Ich könnte mir so ein Curse-Ding holen. Das hört sich eigentlich nicht schlecht an. Also so ein, na, ihr wisst schon. So ein Trank, wo ich quasi meinen Fluch wegmachen kann. Fände ich nett. Fände ich, glaube ich, ganz nett. Haben wir jetzt schon alle Schatzkisten? Haben wir die hier schon? Ja. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch, ne? Dann gehen wir jetzt shoppen. So. Ja, gehen wir erstmal hier rein. Und holen uns das Ding. Da haben wir nämlich auch wesentlich mehr Platz jetzt. So, die Lampe, würde ich sagen. Dann zack. Das nehmen wir auch noch mit. Die Schatzkiste. Scheiße, da ist echt ein Fluch drin. Okay. Ah, easy. Okay, also wir haben jetzt abbekommen, dass Items, die Magie wiederherstellen, ich arbeiten und ich muss ein Shop-Item kaufen, dann ist er wieder weg. Also, easy. Kein Problem für uns. So, zack, und weg ist er. So. 6 Rüstung. Alter, mit 6 Rüstung gehen wir hier raus. Wir könnten uns sogar fast noch das Ding leisten. Wir hatten halt, die 2 Items hatten wir noch gar nicht, ne? Aber es ist halt saumäßig teuer und ich komme halt auch ohne klar. Aber 6 Rüstung, Wahnsinn. Also wir werden, glaube ich, nicht auf 0 fallen. So schnell geht das nicht. So, wir könnten uns jetzt noch das Ding hier auf Revival holen. Oder irgendwie so einen Stab. Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, ich brauche das, glaube ich, nicht. So. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir haben, glaube ich, maximal alles rausgeholt, was ging. Die Pfeile würde ich mal noch droppen lassen, die brauche ich nicht. Obwohl, komm, wir nehmen sie erstmal mit. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Bogen. Ich fände es cool, wenn ich das so sortieren könnte. Aber das geht, glaube ich, nicht, ne? Level 3 Defense. Alter. Shockrist. Da steht auch Shockresistent. Das heißt, Gegner können uns auch nicht mehr schocken. Sehr schön. Wir haben hier 1, 2, 3 krasse Tränke. Hier mal noch ein bisschen was zum so auffüllen. Wir haben das. Wir haben 3 von den Dingern. Wahnsinn. Also ich bin guter Dinge, dass wir was reißen können. In der Runde. Nice. Ich freue mich, Leute. Ich freue mich richtig. Zack. Okay. Ich würde sagen, ich mache mal kurz einen Skip. Und ich hole mir mal kurz einen Kaffee. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe meinen Kaffee geholt. Und Leute, ich habe gerade mal überlegt, dieses Amulett, was wir da vorhin hatten, ne, was wir hätten kaufen können für, ich weiß nicht, 140, 200 Rubine, I don't know. Das wäre einfach, dass wir Flüche abwehren. Ich bin so doof. Damit hätten wir einfach die Challenge ausgehebelt. Dann hätten wir es quasi geschafft. Alter. Das hätten wir einfach kaufen können und dann hätten wir einen ganz normalen Run spielen können. Aber dann hätte ich halt nicht so viel Geld gehabt. Ja, hat eine positive und eine negative Seite, aber mal gucken. Ich hoffe, wir kommen trotzdem klar. Okay, aber ja, ich hätte einfach die Challenge aushebeln können. Das ist mir gerade bewusst geworden. So, ja, Bogen brauche ich nicht, sorry. Nicht für diesen Preis. Das ist gut, das Ding können wir drüben holen. Aber es besteht halt auch die Chance, dass wir da wieder, ja, einen Fluch kassieren.
was doof ist. Meine eigene Schuld auch. Hehe. So. Ah, ist das schön, Leute. Ist das schön. Juhu. Tja, hier könnte was sein, aber ich... Ja, wir haben viele Bomben, komm. Ich versuche mal eine hier zu platzieren. War mir aber schon klar irgendwie. Okay, den da drüben mag ich nicht. Ist hier einfach ein Schlüssel oder was? Jo, tatsächlich. Ich glaube, ich brauche noch ein Schwert-Upgrade. Dann kann ich den da drüben weghauen. So. Na, 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 na. Er hat gar nicht geschossen. Noch ein Kingstone hinterher. Geil. Aber. Ah, wir kriegen fast gar keinen Schaden mehr, ey. Das ist der Wahnsinn. Njau. Okay. Hier kommt doch irgendwas. Jo. Zack, Tür auf. Hab ich den gerade Schaden gemacht? Nee, ne? Den. Ne, kann ich noch nicht weghauen. Da brauche ich noch ein Upgrade. Dann geht das. Aua. Shit. So, kriegen wir einen Fluch? Nö, eine Pizza. Geil. Ja, auf jeden Fall nehmen wir das mit, würde ich sagen. Ah, wir kriegen überhaupt keinen Schaden, ey. Der Wahnsinn, ey. Wir können so viel heilen und kriegen keinen Schaden. Das ist ja easy peasy lemon squeezy gerade hier. So, Bombe nehmen wir mit. Und hier geht's wieder nach unten. Ich glaube, wenn wir jetzt hier lang laufen und dann nach unten gehen, dann, ja, sind wir da auch schon. So. Ja, zwei Schatzkisten, ne? Eieieiei, da könnte halt ein schöner Fluch drin sein. Oder das. Boah, was? Zweimal? Alter! Was ist denn hier los? Ja, tschüss, Pfeile. Ganz ehrlich. Ja gut, die Entscheidung ist leicht. Nächstes Schwert auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir halt auf Null, ne? Exakt auf Null. Aber ja, die anderen Sachen sind cool. Aber ganz ehrlich, gegen das Schwert ist das halt nichts. So. Map die Karte. Da liegt ein Powerstern. So. Tschüssikowski, meine Lieben. Pfeile. Und da haben wir wieder ein bisschen Kohle. Schön. Also, ja, die Chance auf Flüche ist zwar höher, aber so krass ist die jetzt auch nicht. Also, bin ich ehrlich. Ich hätte jetzt tatsächlich mehr erwartet. So schlimm ist sie nicht. Soll ich hier eine Bombe legen? Ich glaube nicht, oder? Doch hier könnte man es theoretisch auch mal versuchen. Ja, ich würde hier mal einen Versuch versuchen. Aha. Oh, noch schöner Diamant hinterher. Geil. Da freut man sich doch. So, nach rechts könnte man auch noch mal versuchen. Obwohl. Ja, ich glaube nicht. Oder? Ich glaube hier... Nee. Nee, nee. Gehen wir erstmal hier lang. Kann ich die auch schon weghauen? Ja, so geil, ey. Ich liebe es. Die Gegner weghauen, das ist so schön. Wenn du alles weghauen kannst und dich einfach nicht mehr interessieren musst, welcher Gegner vor dir steht. So ein gutes Gefühl. So, ich weiß nicht. Komm, wir probieren es mal. Ah, schön. Bitte keine Schatzkisten? Ja. Oh, so ein goldenes sogar. Würde ich den hier weglegen. Auf jeden Fall. Den goldenen bekommen wir sogar nochmal, auf jeden Fall bei den Zwergen. Der ist, glaube ich, immer da. Das ist schon ziemlich cool. Zack, 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 zack. So, zwei Schläge alle. Hier noch ein schönes Bonbon mitnehmen. Nam, 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 nam. Ach, ist das geil. Leute, das ist, ich glaube, dieser Run ist schon...
gewonnen, eigentlich. Aua. Ich denke schon. Zack. Wir kriegen keinen Schaden mehr. Wir haben so viele Heil-Items. Ja, ich denke, wenn wir bei Arcanum nicht sterben, dann ist das hier schon Geschichte. Guckt euch an, wie wir durchfetzen, ey. Nice. Also selbst mit der Ausrüstung würde ich, glaube ich, bis zu Arcanum kommen. Weil ich so ultra viele Heil-Items habe. Ich glaube schon. So. Das läuft. Ich meine, ja, es wäre geil gewesen, wenn ich noch das Amulett hätte, dass mir Flüche nicht mehr anhaben können. Dann wäre mal sowieso, dann wäre es vorbei gewesen, hätten wir alles gehabt. Aber ja, da habe ich nicht geschaltet. Da, ich dachte wirklich, das ist das andere Amulett, was uns wiederbelebt. Das Kreuz hat mich irgendwie so an Wiederbelebung erinnert, aber es ist ja heilig und wehrt Flüche ab. Ja, kann man auch damit in Verbindung setzen, das stimmt. Hab ich nicht dran gedacht. War meine eigene Schuld. Aber naja. So, ja, oder? Komm. Ja, schade. Hätte sein können. Aber wir kriegen sowieso gar keinen Schaden, ey. Guckt euch das an. Wir haben zero Schaden bekommen und dann sehe ich das wieder in der anderen Challenge, wie wir hier mit Level 2 Rüstung rumstehen und einfach weggeballert werden. Und wir können nichts tun. Bam, bam, bam. Easy. Easy going, Leute. Easy going. So. Weiter geht's. Hi, Kumpel. Boah, ist das cool. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein nicer Run. Wenn ich jetzt nicht komplett verkacke irgendwas, schaffen wir das. Wir gehen mal kurz nach links. Oh. Okay, da ist ein neuer Fluch. Was kriegt man denn? Okay. 45 Enemies. Dafür kriegt man noch einen Herzcontainer. Ich sag mal, ja, ist scheiße. Aber wir... Ja, also es ist wieder der Fluch quasi. Unsere Herzen gehen automatisch nach unten, ohne dass wir Schaden erleiden eigentlich. Und bis auf zwei Herzen gehen die automatisch runter. Und wir müssen 45 Gegner töten, damit es halt removed wird. Aber wir haben so viel Heilung, ganz ehrlich. Ah gut, gegen den Endboss ist jetzt ein bisschen kacke. Ein bisschen. Aber das kriegen wir trotzdem hin. Guck mal, wie viel... Alter, wir haben so viel Heilung, das ist unfassbar. Okay, rein da. Wir sind auch so stark. Wir kriegen nicht mal viel Schaden, ey. Bam, bam, bam. Kann ich wenigstens mal meine Mana ein bisschen loswerden? Da ist sogar schon der erste Down. Wahnsinn. Ba-ba-ba. Bam, bam. Mann, du Penner. Dim, dim. Und da haben wir schon. Geil. Nice. So. Fabelhaft. So, jetzt kommt 8, 9. Dann sind wir bei den Zwergen. Da kriegen wir auch nochmal richtig geile Items. Bin begeistert. Geld haben wir gerade nicht so viel. Aber, ja, ganz ehrlich. Kriegen wir trotzdem irgendwie hin, oder? Ich denke schon. Jo, da, zack. Wir sind einfach schon mega overpowered. So, hier könnten wir unseren Stab aufladen. Wir haben aber keinen. Ich gehe erstmal nach rechts. So, wir waren lange nicht mehr hier, ne? Boah, ist das nervig, Alter.
Ihr seid nervig. So. Ja, das könnte tatsächlich was sein hier. Ich lege hier mal eine Bombe. Schade. Okay. Der Switch ist hier. Ah. Nice to know. So, wir sind auch immer noch verflucht und müssen noch 29 Gegner töten. Ich glaube, die Wassermelone ist doch mal ganz nett, um die gleich einzusetzen. So, gehen wir mal nach unten. Da braucht man tatsächlich als nächstes erstmal den Schlüssel. Zack. Und zack. Okay. Haben wir das auch schon mal geklärt? Und dann gehen wir nach links, oder? Ja. Gibt auch nur noch diesen Weg. Schon wieder der. Der ist so nervig. Ich hasse den. Okay, da geht es wahrscheinlich nach unten. So, wir nehmen mal die Melone. Haben wir gleich noch ein bisschen Platz. Und das würde ich auch nochmal gleich aktivieren. Ja, komm, wir gehen erstmal nach unten. Sehr schön. Da gibt es einen Schlüssel wahrscheinlich. Ah. Zack. Zack. Aber ganz schön versteckelt, oder? Muss man sagen. Alles. Auch der Schalter oben und der Schlüssel hier, alles im Zusammenspiel, war das schon gut versteckelt. Finde ich. So. Perfekt. Nach oben. Zack, zack, zack. Gibt's auch nochmal einen Geheimgang, sehr schön. Ja, was haben wir hier? Oh. Okay, perfekt. Also ich finde, auch der Fluch war okay. Ich denke tatsächlich, dass der Fluch, der die Shops hochsetzt, den Preis hochsetzt von den Shops, beziehungsweise uns ja macht, dass wir keine Rubine sammeln können, dass das das Schlimmste ist. Meiner Meinung nach. Kommt natürlich ein bisschen auf den Zustand an. Aber das wäre es, glaube ich, aktuell. Wenn ich jetzt keine Herzen hätte, wenig Heil-Items, dann wäre auf jeden Fall das, was wir eben hatten, das Schlimmste. Aber ja, ist halt aktuell gar nicht so. Wir sind so voller Heil-Items, dass das easy für uns ist hier. Geld kriegen wir auch nochmal ein bisschen. Sehr schön, freue ich mich. Ein paar Bomben wären noch ganz geil. Okay. Sehr schön. So. Ach, ich habe gar keinen blauen. Ich habe nur noch einen grünen, ne? Glaube ich. Grün, golden und rot. Ah, wir haben alles außer das, was wir brauchen. Okay. Ist ja immer so. Nee, oder? Nee, ich glaube, das Risiko will ich nicht eingehen. Nee. Das machen wir nicht. So, wir brauchen schon wieder einen Schlüssel. Wahnsinn. So. Okay, weiter geht's. Da ist er schon. Nice Herzteil. Da ist der Schlüssel und wollen wir es probieren? Sieht halt cool aus, ne? Dass da halt ein. Oh, schade. Wenig Bomben aktuell. Aber egal, krieg mal hin. Boah, es ist so krass, ne? Was wir alles haben. Das ist der Wahnsinn, ey. Hammermäßig. So, okay, Schlüssel. Sag einmal durch. Hey, war das gerade ein gelber Rubin? Oder habe ich mich gerade verguckt? Farblich. Scheiße.
Okay, 3 Shop-Items kaufen. Gegner sind so lange stärker. Das ist schon übel. Da kriegt man wenigstens mal ein bisschen Kohle. Ja, ist gerade wichtig, dass man vielleicht ein bisschen billige Shop-Items kaufen. Wo war denn der... Ah, es wird nicht angezeigt. Schade. Wo war denn der Shop mit der Schatzkiste? Hier. Komm, ich geh mir mit. Scheiße. Pfeile. Wer braucht denn Pfeile? Manno. Na, okay. Jetzt sind es wenigstens nur noch 2. Oh, Gott sei Dank. Die Bombentasche nehmen wir mit. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Und ich sehe gleich irgendwo übelst das krasse Item. Dam, da, dam. Wäre geil, wenn jetzt noch irgendein Shop kommen würde, wo, halten 2 Schläge jetzt aus, ne? 2 Schläge. So ein blöder Geist. Ja, wäre cool, wenn jetzt so ein Shop-Item kommen würde, wo ich, keine Ahnung, ja, 20 Rubine für, wie so eine, Dose halt, ne? Oh, Kacke. Das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Da muss ich aufpassen. Ja. Hätte halt nicht sein müssen, ne? Wenn ich vorhin das Amulett gekauft hätte. Bin ja selber schuld dran. Ist halt so. Jetzt halten die nämlich 3 Schläge aus statt 2. Und machen auch mehr Schaden. Aber die Challenge haben wir auch schon gemeistert. Deswegen, ich habe da gerade nicht so große Bedenken. Gerade auch, weil wir so krass ausgerüstet sind. Denke ich nicht, dass wir da Probleme haben werden. Gehen wir erstmal nach oben. Ja, genau. Du Penner. 4 Schläge. Oh, ein Apfel. Danke. Den usen wir doch mal direkt. Nö, nö. Okay, weiter nach oben. Ah, ja. Da könnte ich mir jetzt ein Shop-Item kaufen. So, jetzt halt einfach Bogen für 90 Rubine. Vorhin wollte er uns für 160 Rubine anbieten. Der Penner. So. Weiß gar nicht, ob ich mir jetzt vielleicht Ring of Rupees gekauft hätte, wenn ich das Geld gehabt hätte. So. Ja. Ja, 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 ja. Ich den schon wieder für Scheiße. Ich mach nur Scheiße. So, so, so. Zack, zack. Okay, gehen wir erstmal nach oben. Oh, Geheimgang. Ja, ich weiß ja nicht. Aua. Oh, oh, ah, 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 ah. So, da verwende ich das wieder mal. Sehr schön. Meine Güte, ey. So, okay, schön. Und weiter geht's. Ah. Ja, da könnte man den Fluch überspeichern. Mann, warum trifft er mich? Okay, grün. 80 Rubine, nice. Und ein Donut. Natürlich kriege ich jetzt keinen Fluch. Die Gegner bleiben stärker. Ah ja, jetzt sind die hier wieder. Okay. Verstehe. Boah. Das, wenn ich bei den Zwergen bin, freue ich mich, glaube ich. Was geht denn hier schon wieder ab, ey? Ja, 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 ja. Alter. Meine Güte.
Wie nervig willst du sein? Ja. Boah, ich habe gerade im Hinterkopf, dass es noch ganz viele andere Wege gibt, Leute. Nerv mich. Kleiner Pimpf. Hä? Meine Güte. So, ich bin, okay. Ich hätte gerne einen Shop. Mittlerweile kann ich mir vielleicht auch wieder was leisten. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, cool. Und dann erstmal in die Stacheln rennen. So macht man das richtig. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwo was vergessen habe, ganz ehrlich. Ich werde, glaube ich, nochmal ganz kurz zurücklaufen. Wir sind hier, glaube ich, auf dem richtigen Weg und laufen gerade sehr, sehr, sehr viel. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwo noch Räume in andere Richtungen waren. Ja, hier zum Beispiel, guck mal. Den hätten wir nicht gesehen. So, und hier können wir nämlich auch aktuell was aktivieren. Ah, so erstmal Schluck Kaffee. So, zwei Schatzkisten. Ja, sehr gut. Boah, komplett aufgefüllt, die Bomben. Nice. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ah, die finde ich nicht so gut. Kacke. Boah, Mann. Ich glaube... Ja, komm, rotes Elixier. Ja, die hasse ich. Dadurch, dass sie jetzt noch stärker sind, ekelhaft. Ja. Da ist er weg, der Fluch, ne? Jawohl. Ah, sehr schön. Das hat in so vielen Punkten gerade geholfen. Wow. Guck mal, sind es drei Schläge? Vorher waren es vier. Huh. Mal hier eine Bombe legen. Just for fun. Ja, dachte ich mir schon, dass da nichts ist, aber... Just for fun. Okay, war auf jeden Fall gut, dass wir hier nochmal lang gegangen sind. Das war sehr, sehr gut sogar. Ah, scheiße. So, und jetzt gehen wir wieder den anderen Weg. Den wir ja schon sehr gut aufgeräumt hatten. Guck mal, jetzt haben wir Level 6 Schwert. Level 6 Rüstung. Haben den Fluch beseitigt. Damit lässt sich's doch weiter arbeiten. Und wenn wir dann in die Zwergenmine kommen... Shit. Mann, da geht sowieso dann richtig ab. Okay, cool. Bin zufrieden. Ich würde, glaube ich, hier nochmal so ein Ding usen und den Ring wieder nehmen. Zack, zack. Easy way. Cool. Ach du Scheiße. So, zack. Geheimgang nach unten oder nach rechts. Okay, da geht's in die nächste Etage, habe ich gesehen. Sehr, sehr schön. Der schwarze Stein ist immer sehr wichtig, Leute. Der ist super wichtig. Da müssen wir gleich mal gucken, was wir dann damit machen. Mit den ganzen schönen Steinen, die wir jetzt gesammelt haben. Sollen wir hier noch was? Nö. Okay, cool. Weiter geht's. Etage 9. Ah, was ist das denn für ein krasser Raum hier? Okay. Direkt hier ein Teleporter. Das heißt, wir kommen hier wieder raus irgendwann. Und direkt Wrist Ropes am Start. Nice. Ah, was mache ich denn schon wieder? Bisschen Konzentration jetzt hier. Komm. Sagte er und wird direkt wieder getroffen. Oh Mann. So. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Ansonsten geht's nur hier lang erstmal. Ich nehme mal den Donut. Sehr schön. Zack. Okay, ansonsten
Erstmal ganz chillig hier. Das ist auch nochmal ein Schlüssel. Wir haben 14 Bomben. 15 Bomben. Okay, weiter geht's. Na, na, na. Hallo. Die sind auch übel, die Typen. In vielen Fällen. So, okay. Barr, 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 barr. Okay, wir gehen erstmal nach unten. Zack. Oder doch nach oben. Schwer zu sagen. Okay, komm. Nehmen wir mal mit. Hier werden wir eh nicht immer vorbeikommen. Und trinken mal einen Schluck. Okay, da ist die Schatzkiste. Sehr schön. Kacke. Mich selbst erwischt. Nein! Ah, okay. Wieder Full Life. Okay, da ist der Schlüssel. Der erste. Nach oben ging es jetzt, ne? Nee. Warte mal, wo ging es denn jetzt lang? Zurück, glaube ich. Ja. Na, 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 na. Auch noch daneben geschossen. Okay, der Beam ist auf jeden Fall wesentlich schwächer. So, das waren die. Ja, nach oben. Ja, 20 Pfeile. Uhu. Man liebt es. Okay, wo kommt man hin? Da oben hin. Das sieht doch sehr verdächtig aus hier. Wir haben 40 Pfeile, Leute. Sehr cool. Oh, noch mehr von den Dingern, ey. Eieieiei, wir werden hier richtig zugekleistert mit den Gems. Gem-Gems. Zack. Oh Gott. Huiuiui. Ach, ich mag die nicht. Die dauern so lange. Da muss man immer so lange abwarten, finde ich. Könnten ein bisschen länger da sein, oder? Dass man die Möglichkeit hat, immer zweimal zu treffen oder so. Fände ich, glaube ich, ganz geil. Naja, man kann nicht alles haben. Gut, weiter geht es. Hier ist direkt der nächste Teleporter. Schlüssel habe ich ja schon. Heißt, das ist ja eigentlich ganz gut. So, wir kommen wieder in den Anfangsraum. Das heißt, hier ist irgendwo genau da. Guck mal. Da geht es weiter. Wir könnten mal ein bisschen Geld vertragen, wenn ich ehrlich bin. 2, 3. 1, 2. So, okay. Ja, sehr schön. Und hier noch eine Kiste. Mit einem Fluch. Scheiße. Boah. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Also, unsere Angriffskraft wurde um 3 reduziert, Leute. Und ich muss 35 Enemies töten. Das ist in allen Punkten einfach Kacke. Also, wir kriegen das hin, logisch. Aber ist schon ein ziemlich mieser Fluch, muss ich sagen.
gerade mit der Regel, um den aufzulösen, dass man dann 35 Gegner töten muss mit abgeschwächter Form, ist das schon relativ eklig. Da freut man sich auf jeden Fall über ein paar Fledermäuse. Zum Glück haben wir ja trotzdem noch eine krasse Rüstung. So. Ja, die halten jetzt einfach ultra viel aus, ey. Okay, hier können wir auf jeden Fall einen aktivieren. Vielleicht können wir uns ja einen neuen Fluch organisieren. Na, aber ein Stück Kuchen, immerhin. Ah. Oh, da geht's runter. In die nächste Etage. Warte mal. Okay. Cool. Ja, es gab nur ein paar Wege, ne? Die würde ich auf jeden Fall vorher mal austesten, bevor wir jetzt in die nächste Etage runtergehen. Dann sind wir auf jeden Fall bei den Zwergen. Und es wäre, glaube ich, auch ganz geil, wenn wir den Fluch irgendwie noch removed bekommen. Denke ich. Oder zumindest noch ein paar Gegner töten. Mir war auf jeden Fall so, dass wir hier irgendwo noch einen Gang hatten. Der in irgendeine Richtung führt, die wir noch nicht gegangen sind, oder? Irre ich mich gerade? Hier irgendwo? Ja, guck mal. Hier geht's noch nach oben. Ah, okay. Ja, gut, den habe ich jetzt auch drüben bei den Zwergen. Ja, ich glaube, das warte ich noch ab. Okay. Dann war's das auch schon. Ne, also diesen Brunnen von den Soras, den kann ich mir auch, den habe ich auch drüben, wenn ich jetzt in die Mine reingehe. Das bedeutet, wir machen das da und warten erstmal noch ab, was wir da so erhalten in den Kisten und in den ganzen sprengbaren Räumen. Wir haben sehr, sehr viele Bomben, das ist sehr, sehr cool. Wir haben nicht nur, wir haben aber leider nicht so viel Geld. Das ist gerade der einzige Makel so ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. So, pass auf. Theoretisch, warte mal, ich guck mal ganz kurz, ob ich das auch auf dem Handy hab. Nebenbei. Dann müssen wir nicht nochmal ein Foto machen. Da sparen wir uns schon mal eine Bombe. So, aber hier können wir auf jeden Fall schon mal eine legen. Ja, hier hab ich's noch. Okay, ja, das ist jetzt nicht so krass, wenn ich ehrlich bin. Ja, Leute, also ich kann euch sagen, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das wird auf jeden Fall der entscheidende Run werden hier. Ich gebe mal ganz kurz unser Amulett ab. Also ich finde ja immer, der sieht aus wie der Sora Saphir von Ocarina of Time, bloß in grün. So, ich hoffe, wir kriegen einen Handschuh vielleicht oder und ein geiles Amulett. Perfekt. Einfach perfekt. Damit ist unser Fluch gecursed. Endcursed. Keine Ahnung. Und wir kriegen das krasse Schild. So, jetzt gibt es nur noch eine Rüstung, eine krasse, gell? Glaube ich. Und zweimal Handschuhe. Ja, mega, ey. Wir haben einfach perfekt das bekommen, was wir benötigen. Dankeschön. Okay. Ja, genau, das Amulett meinte ich vorhin. Das hätte ich jetzt auch schon auf Etage 3 oder so haben können, glaube ich. Aber naja. Sind wir mal ehrlich. Jetzt haben wir es auch bekommen. Und es lief ja trotzdem sehr, sehr gut. So. Dann können wir hier noch einmal reinsprengen. Boah, nice. Das ist schon krass. Das ist schon krass, was wir jetzt hier bekommen haben. Guck mal, Alter. Alter. Zwei von denen, das heißt, da kriegt man ein Schwert-Upgrade. Ist das das Master-Schwert? Okay, Schwert-Upgrade gibt's gar nicht mehr. Wir brauchen noch zwei Handschuhe. Da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen.
Ich würde jetzt nochmal 4 Bomben kaufen gehen. Jo. Zack. Und dann sprengen wir uns erstmal durch die Wände, oder? Beziehungsweise... Wir können auch mal ganz kurz... egal. Machen wir später. So. Also, wir haben einmal 10 Uhr. Dann geht's weiter mit 7 Uhr. Also hier ungefähr. Dann haben wir 9 Uhr. Bam, bam, bam. Dann 5 Uhr. Sehr schön. 3 Uhr. Dum, dum. Und das Bonus-Item holen wir natürlich auch noch dann ab. Nochmal 3 Uhr. Das war ja auch relativ simpel. Ich weiß es gerade nur nicht mehr ganz genau. So, 4 Uhr. Dann haben wir 1 Uhr. Zack. Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Bomben dann. 8 Uhr. 8 Uhr, 8 Uhr, 8 Uhr. Hier. Und 12 Uhr. Also hier. So, und dann sind wir auch schon bei den Schatzkisten. Gehen wir einmal kurz durch, würde ich sagen. Flüche sind vollkommen unwichtig. Boah, noch so ein Ding. Geil. Sehr, sehr gut. Da haben wir nochmal ordentlich Kohle bekommen. So, jetzt ist die Frage, wir hatten... Ich glaube, es war hier, oder? Ja, ich glaube, es war hier. Und dann mussten wir, glaube ich, auch nochmal hier weiter. Nicht? Okay. Dann vielleicht hier. Sehr gut. Und dann nach oben nochmal, ne? Und dann müssten wir, glaube ich, bei dem anderen Special-Ding auch angekommen sein. Jo. Und da kriegen wir nochmal extra Heilung. Ah, super. Die Frage ist, was lassen wir dafür liegen? Die Pfeile. Easy. Boah. Boah, Leute, oder? Geil. Da haben wir jetzt ordentlich durchgebasht. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir kriegen jetzt nochmal extra Heilung, wenn wir irgendwas benutzen, was uns heilt. Das ist schon ziemlich geil. 25% extra Heilung, glaube ich, ist es. So, und dann kommen wir jetzt hier raus und können das goldene Ding fusionieren und kriegen hoffentlich auch nochmal was Schönes. Zack. Hä? Ja, egal. Schade. Das hätte halt auch was Geiles sein können, ne? Schade, schade. Okay, dann müssen wir jetzt mal ganz kurz durchforsten, was wir alles haben. Also wir haben 3 von diesen Dingern und 3 von denen. Alternativ haben wir den grünen, den lilanen, den gelben. Ja, ist halt alles für Amulette, ne? Das ist jetzt die Sache. Diamant. Da könnten wir uns einmal das Teil auf Revival holen. Wir werden halt super stark jetzt werden. Also, ich hole mir einmal... Grün, das ist Rubin. Diamant. Stacheln. Den hole ich mir. Den und den. Okay, also. Zack. Zack. So, das sollte... Genau. Revival. So, dann. Zack. Und zack, das sollte der für Rubine sein, dass wir 20% mehr Rubine bekommen. Jawohl.
Und jetzt, was holen wir uns als letztes? Ich glaube, der hier mit den Schutz vor Stacheln. Ich bin gerade am überlegen, was der andere macht. Wir haben da noch so einen grünen Stein. Ich bin gerade am überlegen, was dieser grüne Stein macht. Der ganz erste, aber der kann nicht so geil sein, oder? Was macht denn der? Ich weiß es nicht. Wir holen uns den mit dem blauen. Ja. Den hier. Zack. So. Da haben wir nämlich jetzt auch Schutz. Alter. Extra Rubine, Wiederbelebung. 25% mehr Heilung, glaube ich, ne? 25% mehr Rubine, ne? 20%. Schutz vor Explosionen und Spikes. Ja, nice. Oder? Perfekt. Können wir so machen. Ja, mit dem Rest, ja, das würde ich jetzt erstmal so behalten. Vielleicht finden wir nochmal irgendeine Alternative. Wir haben jetzt halt sehr viel von den Dingern. Aber ich würde das mal so. Ja, ich würde das erstmal so beibehalten. Okay, cool. Nice. 6 und 7. Hoffen wir mal, dass wir noch die Handschuhe finden und vielleicht eine Rüstung. Immerhin haben wir noch 2 vor uns. Ich würde jetzt noch ein paar Bomben kaufen gehen und dann, dann geht's weiter. So, was kaufen wir denn? 10 für 50? Gibt's irgendwie Special-Angebote? Nö, ne? Nicht wirklich. Ich glaube, das kaufe ich mir und das reicht auch. Jo. So machen wir das. Und dann geht's weiter. Alter. Sind wir jetzt ausgestattet, Leute? Wir sind sowas von ausgestattet. Der Wahnsinn. Okay. Schön. Ich werde, glaube ich, als nächstes erstmal hier sowas equippen. Und dann mir irgendwie so einen Donut reinhauen. Ah, ich weiß, was das andere war. Das war, dass ich weniger Magie verbrauche, ne? Das wäre auch geil gewesen. Na egal. Das wäre auch ganz geil gewesen. Stimmt. So, jetzt können wir hier auch einfach drüber latschen. Ach, scheiße. Ja. Sind wir mal ganz ehrlich, ich esse den Donut. Das blaue Ding ist viel besser. So, weiter geht's. Aha. Ich freue mich, Leute. Wir ballern jetzt richtig rein. Bam, bam, da-dam, da-dum, da-dum. So, Magie, Geld. Hi. Komm her, du Sackknödel. Komm. Okay. Egal. Der will nicht. Hol mal später. Mhm. Oh nein! Alles egal, Leute. Der Fluch wurde geblockt. Ist das nicht cool? So, das Ding müssen wir eben wegkauen. Zack. So. Ach, nice. Yoshi rockt das Ding hier. Was ist denn das hier? Bin mega zufrieden. Das läuft sowas wie von bombastisch. Okay. Ja, schnell weiter. Magie. Das sieht. Findet ihr, das sieht merkwürdig aus? Oh, wir haben viele Bomben. Wir probieren mal. Nö, war leider nix. Ach, Kacke. Papa. Ach, wir brauchen überhaupt keinen Schiss mehr haben von nix, ey. Wir werden sowieso noch stärker werden. Wir werden noch bestimmt Rüstung bekommen. Wir werden, noch mehr Shops finden, bla bla blub. Wir kriegen noch mehr Heilung, also noch mehr Herzcontainer. So richtig aufpassen muss ich jetzt nicht mehr. Bisschen vielleicht noch. Gott, ey. Ja! Ist immer Karma, glaube ich, bei mir. Hä? Was ist denn? Alter. Alter, okay. Ja, das ist richtig Karma bei mir. Ich sollte sowas nicht mehr sagen.
Okay. Das war mein Balkon, mein persönlicher. Sehr schön. So, mich interessiert mal kurz, wie viel der jetzt heilt. Ich glaube anderthalb, oder? Ja, anderthalb Herzen halt er jetzt. Das ist schon cool. Hä? Da ist gar nichts weiter? Warte mal. Warte mal. Das muss ich nochmal unter die Lupe nehmen. Ob man da nicht doch irgendwie reinkommt oder was sprengen kann. Weil hier, guck mal, kommt man hier nicht von unten rein? Ja. Also wenn, dann müsste es entweder über einen Teleporter sein oder man kann hier vielleicht doch was sprengen. Hm. Das sieht eher nicht so aus, ne? Vielleicht doch eher ein Teleporter. Okay. Vielleicht irre ich mich auch, aber... Mal gucken. So, wo war denn die Schlüsseltür? Hier. Ich muss jetzt den ganzen Weg hier zurücklatschen, echt? Ja, Wahnsinn. Pfeile braucht keiner. Hallo. Na, na. Hm. Könnte mal wieder ein Shop kommen, oder? Ein schöner Shop. So, wir gehen erstmal hier lang. Oder? Doch noch. Doch in die andere Richtung. Ich clear mal kurz den Raum. Ja, sehr schön. Tür ist offen. Ja, wir gehen erstmal in die andere Richtung. Sieht mir schon wieder so offiziell aus, sag ich mal. Ja, guck mal. Zack. Mal schöne Bonusrubine eingesackt. Nice. Der Yoshi, ey. Der flitzt heute richtig durch. Mhm. Sehr schön. Hm. Aha. Da kommen wir also in die Ecke. So. Wir haben einen roten. Wir haben sogar mehr rote, oder? Bin gerade nicht so sicher. Nö. War der einzige. Okay, schade. Ja, okay. Ja, okay. Hm. Brauche ich jetzt eher nicht so, wenn ich ehrlich bin, aber ich nehme mal mit. Ich nehme einfach mal mit. Just for fun. Vielleicht für Aghanim dann im Finale. Da burnen wir dann ein bisschen durch. Ich hatte den, glaube ich, auch noch nie. Ja, ich glaube nicht. Okay, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte den Ring. Wo ist denn der Ring? Da. So, warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Wir probieren mal ganz kurz, ob wir hier vielleicht durchkommen. Oh, geil. Sehr schön. Wunderbar. Ja, okay. Ja, okay. Es ist schon geil, dass wir jetzt das Amulett haben. Muss man schon sagen. Wir können jetzt einfach ohne irgendwelche Hintergedanken das Ding aufmachen. Aber ich dachte eigentlich, ich hatte eigentlich gedacht, tatsächlich, dass wir gar keine Flüche mehr bekommen können und dass jetzt immer Inhalt in den Truhen ist. Das ist leider nicht so. Also, es ist trotzdem ein Fluch in der Kiste, aber wir wehren den Fluch ab. Es wäre aber geiler gewesen, wenn einfach die ganzen Flüche quasi ausgetauscht werden gegen Rubine oder so. Das wäre natürlich geiler gewesen. Aber trotzdem, wir haben jetzt schon, keine Ahnung, 4 Flüche oder so abgewehrt mit dem Ding. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Okay. Ich hätte gern noch ein Schwert-Upgrade. Ah ne, ein Krafthandschuh-Upgrade. Das würde mich noch ein bisschen erfüllen. Tatsächlich. Mit Liebe und so. So, Ja, nach rechts geht's ja gar nicht weiter, aber nach oben könnte es gehen? Nee.
glaube nicht. So, da. Ja, das lassen wir erstmal. Würde ich sagen. So, zack. Das sieht ganz gut aus. Das hasse ich ja, ne? Wenn du in den Raum reingehst und wirst gleich von den Gegnern weggerannt. Das ist, hallo? Boah. Das ist so nervig. So, okay. Eieieiei. Okay. Zack. Die halten aber auch viel aus. 4 Schläge halten die aus. Die Viecher hier. Boah. Nice. Das nimmt man gerne mit. So, eine weitere Schatzkiste. Ah, siehst du, wäre schon wieder ein Fluch drin gewesen. Aber ich hätte gern mal so gelesen, was es so für Flüche gibt noch. Ob es da noch Unterschiede gibt. Wäre cool gewesen, wenn ich den trotzdem gesehen hätte. Was es für einer wäre. Hätte mich mal ein bisschen interessiert. Boah, Alter, was ist denn hier los? Das ruft doch geradezu nach einem Powerstern, oder? Ja. Wusste ich's doch. Nice. Alter. Flammeninferno einfach hier gewesen. Wahnsinn. Und am Ende des Raums liegt der Powerstern. Meine Güte. Warte mal. Bevor ich jetzt hier weitergehe, war jetzt hier noch irgendwas? Ich habe gerade nicht so richtig drauf geachtet. Nee. Okay, wir müssen wirklich weitergehen. Da, 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 da. Es könnte langsam mal irgendein Shopraum kommen, oder? I guess. So. Ey, ich hasse die so, ne? Diese komischen Würmer. Die gehen mir so... Boah, die gehen mir so auf den Zeiger. Ist ja der Wahnsinn. Warte. Nee, hier war nix. Die gehen mir sowas von auf den Zeiger. Das ist der Wahnsinn. Wirklich. Ah, okay. Ich dachte schon. So, pass auf. Wir heilen uns mal ein bisschen. Oh, hier könnte man tatsächlich mal versuchen, ein Bömmchen zu legen. Oder nach oben weg. Nee, leider nicht. Okay. Hey, hier kommt einfach der Boss. Echt? Hatten wir überhaupt einen Shop hier drinne jetzt? Hat mich jetzt ja schon ein bisschen genervt, ne? Dass wir nicht einen Shop hatten. Okay. Pizza. Hallo? Hallo? Der hat ein bisschen gebraucht. Dim, dim, dim. Danke. Was nehmen wir als erstes? Ich habe 2 von denen. Ich habe Milch. Milch nehmen wir als erstes. Ah, du Penner. Dum, dum. Ein Treffer noch, oder? Jo. Geilo! Nicht mal die Milch verbraucht. Sehr, sehr schön. Bam, bam. So, ein Herzcontainer und der dritte Stein. So, und ich hoffe jetzt, bitte, bitte, noch ein paar Shops, dass wir noch ein bisschen stärker werden. Also, hä? Es waren jetzt ultra wenig Shops irgendwie, oder? Das fand ich jetzt ein bisschen traurig. Mal gucken. Vielleicht habe ich auch irgendwas ausgelassen. Ich weiß es nicht. Möglich.
Ja, das ist halt einfach so easy, ne? Wenn man einfach Dauerfeuer auf die macht. So, ich weiß, es geht noch nach rechts. Perfekt. Einfach weggeballert, das Vieh. Nach oben. Okay. Ist für später. Scheiße. Hat mich erwischt. Der Penner. So. Schade. Ja, Rubine. Aber ich brauche mal wieder einen Shop. Sonst nützen mir Rubine auch nichts. Ah, ist schon Vorteil jetzt hier mit den Stacheln, ne? Das macht schon sehr viel einfacher. So, okay. Es geht aber auch hier noch nach oben. Da gucken wir auch noch mal kurz rein, würde ich sagen. Oi. Was ist denn hier los? Oh. Schöne Couponkarte. 15% Rabatt. Ah, Schlüssel, okay. Nice. Da war gerade eine Fee drin, glaube ich, ne? Bomben. Einfach mal just for fun. Okay. Und weiter geht's. So, wir haben unten und oben. Zack. Aua. Und tschüss. So, gut, weiter geht's. Meine Güte. Weißt du was? Ich nehme mal den jetzt. So, und zack. Aha. So ist der also. Den hatten wir auch noch gar nicht. Den Feuerstab. So. Okay, da geht es einfach wieder zurück, ne? Glaube ich. Und hier unten kommt man auch irgendwie noch durch eine Tür wieder rein. Hier waren wir auch noch nicht. Zack, zack. Bisschen Mana. Hi. Okay, gehen wir erstmal nach links, würde ich sagen. Okay, hier ist die Schlüsseltür. Dann machen wir das doch später. Ach, Kacke. Und weiter nach rechts. Eieiei. Das ist ein großer Raum. Aber wie mache ich das am besten? Einfach drauf, hä? Einfach drauf. Das ist schon ein krasser Raum, muss ich sagen. Viele Gegner. Aber krieg mal hin. So. Und weiter geht's. Oh Gott, der schießt gleich auf mich, ne? So. Ah, ist schon geil mit den 15 oder 25% mehr Heilung. Kacke. So.
Okay. Ach nö. Die schon wieder. Ich hasse die. Kacke. Ich mag die ja sowas von gar nicht. So. Und zack. Okay, was ist denn hier Schönes drin? Außer ein dunkler großer Raum. Okay, da geht's jetzt nur zurück, ne? Glaube ich. Ja. Ich denke, hier geht's nur zurück. So, wir haben schon wieder ganz lange keinen Shop gehabt. Nervt mich. Und hier geht's... Waren wir hier schon mal? Nee. Hier brauchen wir erst das blaue Ding. Ist jetzt halt die Frage... Okay, warte, ich gehe erstmal nochmal zurück. Ich will einen Shop haben. Irgendwo hier geht's noch nach oben, auf jeden Fall. Da würde ich jetzt erstmal lang gehen. Wenn nicht, haben wir ganz unten links alternativ noch den Schlüssel. Aber hier, ne, hier ging es nicht weiter. Irgendwo hier ging es, glaube ich, noch nach oben, ne? Wenn nicht, müssen wir den Schlüsselweg nehmen. Ich glaube, hier geht es noch. Ja, hier ging es nach oben, oder? Hier sind wir nicht weitergegangen. Ah, doch. Ja, dann haben wir ja alles, oder? Dann müssen wir tatsächlich den Weg mit dem Schlüssel erstmal gehen. Ne, hier sind wir nicht weitergegangen. Okay. Ich habe nichts gesagt, Alter. Okay, wir könnten theoretisch alles kaufen, ne? Erstmal Schild. Herzcontainer, logisch. Ich glaube, das Ding nehme ich mir auch mit. Ja. Ach so. Stimmt. Nice. Ja, das gefällt mir. Die Handschuhe fehlen mir halt so ein bisschen, ne? Guck mal, da haben wir noch zwei Shops auf jeden Fall. Wir sind so relativ nah beieinander. Und da unten ist der Switch. Ah ja. Okay. Verstehe, verstehe. Wir könnten jetzt noch so ein Ding mitnehmen, aber ich behalte das so. Ich bleib so, wie ich bin. Ich bleib erstmal so. Okay, cool. Wir gehen ganz zurück. Und usen da den Schlüssel. Und da ist dann der Switch, womit wir dann ganz oben rechts in dem Raum weiterkommen. Also in der Mitte rechts. Wir haben jetzt nochmal Rüstung bekommen. Das ist doch nice. Und wir wissen jetzt, wo es lang geht. Das ist auch nice. Guck mal, uns fehlen nur noch zwei von den Amuletten, dann hätten wir alle. So viele hatten wir auf jeden Fall noch nie. Das ist schon ziemlich cool. So. Also rüstungsmäßig geil. Angriffskraft würde ich mir gerne noch ein bisschen mehr wünschen, aber hey. Kommt trotzdem so durch. Easy. Ich hätte gedacht, wir brauchen noch eine Rüstung. Aber nee, uns hat die. Hat der letzte Schild gefehlt. Verwechsel ich immer. Okay. So, dann rennen wir hier einmal kurz durch, Leute. Zack. Da. So, hier waren wir noch nicht. Oh. Okay, cool. Alter. Chillt doch mal, Leute. Chillt doch mal. So. Yay, 25 Rubine. Wahnsinn, 25, ey. Ist ja nix. So. Das heißt, die Shops kommen wahrscheinlich auch relativ spät am Ende. Und dann nutzen die mir auch nicht mehr so viel. Aber hey. Ich bin mal nicht wählerisch, ne? War nur eine Falle.
Kriegen keinen Schaden mehr, ey. So easy. Wir haben so viel Leben. Alles einfach easy gerade. So, hier unten. Auch einfach eine Falle. Zack. Zack. Und weiter geht's. Nicht mal Schaden bekommen gerade durch die Bombe. Sehr gut. Okay, hier ist gar nichts. Nach unten auf jeden Fall. Aha. Auch wieder nur eine Falle gewesen. Easy way. Bam. Da, 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 da. Okay, zack, zack, aber leider nichts bekommen. Und hier geht's gleich wieder weiter. So, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe erstmal hier hoch. Wow. Was ein Raum. Dann gehen wir mal hier rein. Schon wieder sowas. Aber hier kriegt man einen Schlüssel. Cool. So, dann haben wir den hier noch. Der ist auf jeden Fall auch offen. Also, geschlossen. Ein geschlossener Raum. Ein optionaler Raum. Okay. Und dann müssen wir theoretisch hier rein. Ja. Laut Karte. Und dann geht's nach links. Ja. Hier waren wir noch nicht, ne? Glaube nicht. Nur halt so Spielunkern waren wir. Aua. Na, 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 na. Hallo. Was geht? So, weiter geht's. Ah, der schon wieder. Na, ganz ehrlich, wenn du ein Masterschwert hast, ne, dann ist das hier auch alles gar kein Problem mehr. So, was sagt denn die Karte? Hier gibt's einen Shop. Da würde ich kurz mal hingehen. Da sind nämlich Handschuhe. Nice, mehr Angriffskraft. Ja, lass das mal stehen. Und wenn ich jetzt noch zwei runtergehe, dann gibt's noch einen Shop. Da gehen wir auch direkt mal hin, würde ich sagen. Die schieße ich mal eben aus sicherer Entfernung weg. Boah, das Geräusch ist schon ein bisschen anstrengend, ne? Okay, hier gibt's leider nichts mehr so Interessantes für uns. Bogen, ja, könnte man nehmen, aber hey, warum? Warum sollte ich ihn mitnehmen? Yay, noch ein bisschen Magie. So, tschüssi. Okay, es geht nach unten. Das ist nochmal so ein optionaler Raum. Mehr oder weniger. Schade, ich hätte mir gewünscht, dass wir noch den letzten Handschuh bekommen. Aber hey, was soll der Geiz? So. Dann. Ja, ich hätte oben auch schon lang gehen können, ne? Naja, egal. So. Was ist denn eigentlich hier mit dem Raum? Kommt man da irgendwie nach oben? Weil es ist der einzige Raum, der quasi so, ne, wo quasi nichts drin ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber hier ist jetzt nichts gerade. Mal gucken, ob wir von den anderen Räumen irgendwie reinkommen. Da noch irgendwas Specialiges drin ist.
jetzt erstmal nicht so. Okay, das war jetzt gar nichts. Okay, da muss ich von den anderen Seiten nochmal gucken. Aber Leute, wir haben es gleich geschafft. Wir haben gleich eine weitere Challenge gepackt. Ich freue mich. Ja, fehlt dann nur noch die andere, ne? Die härteste Challenge wahrscheinlich mit den Nicht-Shop-Items. Das ist, glaube ich, wirklich die härteste Challenge, die wir haben. Wenn wir die geschafft haben, dann schaffen wir alles. Die sehen wir heute das erste Mal, diese komischen fliegenden Gesichter. Ja. Okay. Na komm, nehmen wir mal mit. Wir müssen sowieso nach oben. Na? Tschüss. Da brauchen wir erst wieder einen Schalter. So. Ba-ba-ba-ba. Da können wir nochmal fusionieren. Ob wir da Handschuhe bekommen, weiß ich nicht. Glaube ich eher selten, oder? Einen Schlüssel haben wir auch nicht. Ah, ich kann nicht fusionieren. Schiss. Hä? Wir haben irgendwo was vergessen. Oh, Mist. Oder muss ich den Switch jetzt wieder umdrehen? Das wäre ja auch hart. Ich bin gerade am Überlegen. Was ist hier? Ne, hier kam er her. Hier ist nichts weiter. Müssen wir den Switch wieder umdrehen? Ergibt auch keinen Sinn. Nicht so wirklich, ne? Haben wir irgendwo Gegner vergessen? Haben wir irgendwo eine Schatzkiste nicht geöffnet? Mir ist eigentlich nicht so. Warte mal ganz kurz. Oder bin ich gerade blind gewesen? Weil ich sehe gerade, da ist noch ein Raum. Ah, nee, das ist die Schlüsseltür. Hä? Nee, dann... Mir fehlt irgendwo ein Schlüssel. Ach du Scheiße, mir fehlt irgendwo ein Schlüssel. Das bedeutet... gar nicht so gut, ne? Dass mir irgendwo ein Schlüssel fehlt. Hab ich irgendwo einen Gegner, einen Krug übersehen? Muss ich ja. Okay, ich gehe mal hier unten nochmal abgrasen. Das ist für mich gerade irgendwie das einzig Logische, dass hier irgendwo ein Schlüssel ist. Vielleicht habe ich hier wirklich irgendwo einen Krug übersehen. Nö, Gegner sind auch alle tot. Keine Krüge, bla bla blub. Okay. Hier auch nicht. Hä? Game over. Weil der Schlüssel fehlt. Oh. Ich bin so dumm. Ups. Alles gut, Leute. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Die Kommentare rasten bestimmt schon wieder aus. Da ist er doch! Mann, du hast ihn gerade kaputt gemacht! Aua. Okay. Aber wir haben es finally geschafft. Yay. Okay, zack, rein da. Switch umdrehen. Ein paar fliegende Pilze verkloppen. Bisschen Mana mitnehmen. Hallo. Und wieder gehen. So, jetzt kommen wir hier durch. Perfekt. Und dann hier in den Raum. Ja, sehr schön. Alter, Doppelschaden. Hä? Die killen mich gerade hier. Hey, Kumpel. So, haben wir hier vielleicht irgendwie die Möglichkeit, nochmal reinzugehen? Oder ein paar Bomben oder so? Nö, auch gar nichts hier. Hätte ich echt gedacht, dass man hier vielleicht rein kann. Schade. War nicht möglich. Aber... So. Nochmal ein Powersternraum. Nice. Dö.
So, dann geht's ins Finale, würde ich sagen, ne? Perfekt. Ja. Gibt sogar noch eine Schatzkiste mit einem Fluch, natürlich. Aber ist uns egal. So, wir hauen uns den Trank rein und gehen ins Finale, Leute. Aghanim. Ich habe keinen Kaffee mehr. Traurig. Okay. Ja, ich denke doch, wir sind hier ganz gut durchgekommen, ne? Wir haben ein paar Fails gehabt. Hätten uns das Leben wahrscheinlich auch wesentlich einfacher machen können, wenn wir gleich am Anfang das Immunity-Amulett mitgenommen hätten. Aber hey, man kann nicht alles haben. So, Aghanim. Lange waren wir nicht bei dir. Es wird Zeit, dass wir dich mal wieder vermöbeln. Wir haben eigentlich auch ganz gute Herzcontainer. Bin zufrieden. Sehr schön. Sehr nice. Was? Kein Treffer? Du hast gesehen? Das war ja schlecht. Ba 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 bam. Nice. Okay, nice. Ah, schon wieder kein Treffer. Mann, ich habe gedacht, ich schaff's mal ohne getroffen zu werden. Aber der hat die Bomben echt blöd geschmissen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Oder? Der hat das immer so am Ende gemacht, dass die in der Mitte kamen, weil ich warte immer auf die, die hier kommt. Ja, die waren hat ein bisschen lange gedauert. Aber ansonsten komme ich mittlerweile echt gut gegen den klar. Bin echt zufrieden mit mir. Wir haben ihn. Schade, ein Treffer? Ich hätte ihn gerne ohne Treffer besiegt. Aber egal. Wir haben ja noch ein paar Runs vor uns. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, den mal ohne irgendeinen Treffer zu erledigen. Leute, ich bedanke mich. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben eine Challenge gemeistert. Aber wir müssen immer noch die Hammer-Challenge mit den ohne Shops machen, ne? Das wird, glaube ich, schwierig. Da wird man noch ein bisschen dran feilen müssen, denke ich. Aber irgendwann schaffen wir das auch. Bin mir sicher. Wir brauchen nur einen richtigen Glücksrun und ein bisschen Konzentration. Das ist eigentlich alles. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Das war's wieder von mir. Bis zum nächsten Mal zu Dungeons of Infinity. Tschüssi, Leute.